hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Blog. Heutiges Thema ist Pimp My Synology und wir werden unsere Synology netzwerktechnisch aufpimpen. Alles, was wir dazu brauchen, ist ein 2,5 Gigabit Unmanaged Switch. Ich habe mich hier für QNAP entschieden und den lassen wir mal kurz reinfliegen. So, einmal der Switch von der Firma QNAP habe ich mir zugelegt, Unmanaged 2,5 Gigabit. Coole Sache, mal schauen, wie der so ist. Und was wir noch brauchen, ist ein USB-Adapter. Und das lassen wir auch kurz reinfliegen. Jups, haben wir hier. Ich habe mich hier, ups, einmal hier so kann man es besser sehen, von der Firma Club für ein USB 3.2 auf Ethernet einen Adapter entschieden. Wir brauchen zwei: einen für meinen PC und einmal einen für die Synology. Packe ich kurz an der Seite, den nächsten einmal dabei, genau. Die brauchen wir, die Dinger, die sind recht praktisch. Ich habe schon mal eine ausgepackt, die sehen ungefähr, ja, ich bin es mal so ein bisschen, ja, vielleicht sieht man so, naja, die sehen ganz gut aus, sind auch recht klein und schlank, also da ist nichts Großes, was da dran rumbaumelt. Ich baue das ganze Gelumpe jetzt mal schnell auf und wir sehen uns dann gleich wieder nach dem Cut. Switch ist aufgebaut, das erste USB-Adapter habe ich bei mir schon am Rechner gehangen und konfiguriert. Kleiner Tipp von meiner Seite, deaktiviert bitte nicht die Schnittstelle an der Synology. Lasst ein Beinchen in das Gigabit-Netzwerk, in das Default-Netzwerk und das andere Beinchen würde ich nur benutzen, um schnelle Daten zu transferieren. So, ich will auch gar nicht viel erzählen. Wir machen uns auch direkt schon an die Arbeit. Ich schalte mal ganz kurz in einer Browser-Session rein. So, da sehen wir auch schon die Synology. Als allererstes solltet ihr erstmal prüfen, welche Architektur ihr habt. Davon hängt nämlich auch der Treiber letzten Endes ab, den ihr als nächstes runterladen müsst. Also, hier gibt es in der Synology Knowledge Base gibt's einen sehr tollen Artikel. Da kann man nach Google einmal, welche CPU hat meine Synology NAS. Ich habe jetzt eine DS720 Plus. Die finde ich hier unten, die markiere ich mal ganz kurz und man sieht, ich habe eine Gemini Lake Architektur und dafür muss ich jetzt auch den Treiber runterladen. Die meisten haben Apollo Lake, aber da müsst ihr jetzt einmal schauen. So, dann wechseln wir als nächstes einmal auf die GitHub-Seite. Keine Angst, die ganzen Links packe ich euch nachher unten in die Beschreibung rein. Die sind wichtig, die braucht ihr. Und da gibt es ein ganz tolles Projekt, da hat nämlich sich jemand die Mühe gemacht, den Treiber zur Verfügung zu stellen. Und ich nehme jetzt aber den Latest-Treiber, nicht den Pre-Leased-Treiber, ganz, ganz wichtig. Den lädt man sich einmal herunter und das Ganze findet man hier unten unter Assets. Da muss man jetzt einfach das Passende raussuchen. Ich habe mir hier diesen Gemini Lake-Treiber heruntergeladen, ist ein SPK-Paket, kann direkt in die Synology importiert werden. Ein kleiner Tipp, da laufen wir auch gleich rein in den Fehler. Es gibt hier einen Fehler beim Installieren, da müssen wir drauf achten, gucken wir uns aber auch gleich gemeinsam an. So, jetzt aber genug erzählt, also wir wechseln auf die Synology NAS, gehen in das Paketzentrum und gehen oben auf manuelle Treiberinstallation. Jetzt nehmen wir das runtergeladene SPK-Paket. Achtet darauf, dass ihr die richtige Architektur habt an der Stelle. So, einmal auf Durchsuchen. Ich habe das Ganze mir mal auf dem Desktop abgelegt. Ich nehme jetzt mal diesen Treiber und sage mal hinzufügen. Wir klicken auf Weiter. So, jetzt läuft die Verarbeitung. Wir akzeptieren das Ganze, weil es ja ein Drittanbieter ist. Und hier nochmal den Haken setzen, nach der Installation ausführen und wir klicken auf Fertig. So, Zeit für einen kleinen Schluck Kaffee. Und jetzt kommt auch genau die Fehlermeldung, die ich gerade sagte. Also das Paket konnte nicht installiert werden. Dann klicken wir mal auf OK. Ist natürlich unschön. Wir wechseln dazu jetzt mal ganz, ganz kurz in eine PowerShell-Session, sage ich schon, in eine Terminal-Server-Session hinein, beziehungsweise in eine SSH-Session. In der SSH-Session schicken wir folgenden Befehl einmal ab. Ich kopiere den nochmal in die Beschreibung hinein, ganz kurz einmal. Ich kopiere den jetzt hier rüber. So, einmal sudo install und dann einmal gefolgt von den Verzeichnissen. Einmal das Ganze bestätigen.
Passwort eingeben. Das Ganze mit Enter bestätigen und das war es dann auch erstmal schon. Wir gehen wieder zurück auf die Synology und klicken da nochmal auf Fertig. Jetzt wird das Ganze nochmal probiert und es dauert einen kleinen Augenblick und dann sollten wir gleich sehen, dass der Treiber, so Zeit für Kaffee, dass der Treiber gleich erfolgreich installiert wird. Ja, die Synology hat es gerade geschafft, so eben den Treiber zu installieren. Ich schalte auch direkt mal rüber, um nicht so viel Zeit zu verlieren. Wichtig ist, wir gehen einmal in das Paketzentrum unter Installiert, schauen dort einmal nach, ob der Treiber, der RTL 8152-8153, ob dieser Treiber installiert worden ist. Wenn ja und da kein Fehler dran steht, dann sind wir schon mal ganz gut unterwegs. Jetzt kommt der nächste Schritt und zwar müssen wir den besagten USB-Pömpel jetzt mal an die Synology stecken. Ich habe mich dafür entschieden, den vorne an den Anschluss zu stecken. Wenn eure Synology hinten vielleicht einen Anschluss habt, dann könnt ihr das gerne machen. Ihr müsst es nur nachher bei der Installation berücksichtigen. So, ich schalte mal ganz kurz auf die andere Cam, gehe kurz rüber. Ihr seht das Ganze mit einem Delay, weil ich das Ganze noch nicht angeschlossen habe. Also, wie gesagt, Pömpel vorne dran. Dann einmal die Flugverkabelung, die hier so quer durchs Lab gespannt ist. Die hänge ich mal hier dran. Für die Kollegen, die ein bisschen lichtscheu sind, die LED an dem USB-Dongle ist tierisch hell. Also wenn ihr so ein bisschen im Dunkeln sitzt, habt ihr auf dem Desktop liegen das Ganze, am Notebook dran, dann jo, blendet ein bisschen. Gut, soweit so gut. Ich schalte wieder rüber, einmal auf groß. So, haben wir jetzt alles gemacht soweit. Was wir jetzt machen müssen, ist einfach mal schauen, ob das USB-Adapter erkannt worden ist. Also wir haben es jetzt angesteckt, dann müssen wir einmal prüfen das Ganze. Dazu brauchen wir die SSH-Session wieder. Ich rufe die mal eben kurz auf. So, und es gibt einen Befehl, der nennt sich ls, ne, ist ganz gut, oder ein USB einfach. Und den schicke ich mal los und wir sehen jetzt an der untersten Stelle, das ist ein 2,5 Gigabit LAN-Adapter. Hier, da, wo der Mauszeiger ist, da sieht man das Ganze, dass es erkannt worden ist. Das sieht erstmal schon ganz gut aus, finde ich okay. So, als nächstes gucken wir uns mal die IF-Config an und sehen quasi, dass wir dort mehrere ETHs haben, ETH 0, ETH 1 und ETH 2. Wenn ich mich nicht täusche, A0CE, genau, das ist nämlich die MAC-Adresse des Club-Adapters, dann weiß ich schon, das ist ETH 2. Also das könnt ihr vorher einmal nochmal nachprüfen, aber normalerweise A0CE, C8, das ist die eindeutige Hardware-Kennung von dem Realtek-Chipsatz. So, kurz noch ein bisschen Kaffee. So, jetzt vergebe ich quasi dem Interface nochmal eine IP-Adresse. Also ich hatte es ja gesagt, ein Beinchen habe ich, ich mache mal kurz groß, ein Beinchen der Synology habe ich in meinem klassischen Netzwerk drin und ein zweites Beinchen habe ich quasi in einem anderen Class C Netzwerk drin. In meinen Tests war es schon mal so, dass nach dem Reboot das 2,5 Gigabit Adapter dann nicht verfügbar war, deswegen nicht, dass ihr euch den Boden unter den Füßen wegzieht, also lasst zur Sicherheit immer die Standardschnittstelle mit 1 Gigabit angeschlossen und über den zweiten Weg könnt ihr Daten rüber kopieren. Ist ja auch alles gar nicht so richtig freigegeben von Synology, aber es funktioniert in meiner Laborumgebung. Man kann es ausprobieren und testen. Zumindest kriegt man da ein bisschen mehr Durchsatz hin als die klassischen 100 MB pro Sekunde. So, ich schalte uns nochmal in die PowerShell-Session hinein. So, jetzt müssen wir das Adapter nochmal kurz konfigurieren. Und zwar machen wir das Ganze mit... Ich klebe mal kurz den Screen. Das Ganze machen wir mal mit dem nachfolgenden Befehl. Sudo ifconfig, dann das ETH2, weil wir haben ja festgestellt, dass ETH2 ist ja quasi das Adapter, wo der Plömpel, der USB-Plömpel jetzt dran ist. Und ich habe mich entschieden, 192.168.250.100 ist dann die Synology und die 250.1 oder 2 ist dann mein Client und das reicht. Das Ganze ist ein Class 10 Netzwerk und wir bestätigen hier einmal mit Enter müssen. Dann nochmal das Passwort eingeben. So, und das war es dann auch schon. So, das war schon alles mit der Shell.
Jetzt machen wir weiter mit Clickibunti, also quasi mit der GUI. Ich schalte uns dazu mal wieder auf die Synology. So, und auf der Synology öffnen wir mal die Systemsteuerung, gehen dann quasi auf Netzwerk und gehen dann auf Netzwerkschnittstellen. Und ihr seht jetzt schon, wir haben LAN 1, LAN 2, die DS27 Plus hat zwei Schnittstellen, das sind die ersten beiden hier. Und wir sehen LAN 3 mit einer statischen IP, aber Status verbunden, aber hat keine IP dahinter. Und das ist genau das, was ich meinte. Auch nach dem Reboot kann euch das jedes Mal passieren, dass quasi die Synology hier die IP-Konfiguration verliert. Ich muss mir das in Ruhe nochmal genauer anschauen, aber nichtsdestotrotz, ich wollte das Video einfach mal machen, weil es auch sehr interessant ist, gerade mit diesem Treiber und mit dem Durchsatz her, da ein bisschen mehr Performance reinzukriegen. Also, wir gehen hier einmal drauf, sagen bearbeiten und vergeben hier nochmal die IP-Adresse, also 192.168.250.100 haben wir gesagt, 255.255.0, eine Gateway-DNS-Server mache ich erstmal nicht, die MTU-Size lasse ich auch, also man könnte hier natürlich noch ein bisschen später mit der MTU-Size rumspielen, aber bitte dann auf beiden Seiten, sonst habt ihr fragmentierte Pakete. Ich bestätige das Ganze dann gleich mit OK, aber vorher schalte ich nochmal IPv6 ab, brauche ich nicht, ist unnötig an der Stelle. So, haben wir jetzt erstmal alles da, soweit. Ich schalte uns nochmal ganz kurz in die SSH-Session rein, beziehungsweise ich gehe nochmal mit dem Exit raus und ich versuche jetzt mal die 192.168.250.100 anzupingen und siehe da, da antwortet auch schon die Synology. Boah, schon halbe Miete. So, einmal clearen die Session. So, was wir jetzt brauchen, da juckt auch schon die Murmel, mein Gott. Was wir jetzt brauchen ist Test, ne? Ping ist okay, funktioniert. Synology ist erreichbar. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob wir die PS auch auf der Straße kriegen. Dazu habe ich den Desktop mal vorbereitet. Ich minimiere mal kurz alles hier bei mir. Ja, wie gesagt, wir wollen jetzt schauen, ob wir auch die PS auf der Straße bekommen. Dazu habe ich jetzt mal Folgendes vorbereitet. Wir sehen auf dem Desktop oben rechts die Connection zur Synology über den Gigabit-Anschluss. Wichtig, klemmt euch den nicht ab, den werdet ihr durchgehend brauchen. So, dann sehen wir unten einmal die Anbindung über den 2,5 Gigabit-Anschluss. Vorher nochmal einen Schluck Kaffee. Und dann geht das Ganze auch schon los. Entschuldigung. Nicht vergessen, bevor wir loslegen, Kanal abonnieren, Daumen hoch wäre cool. Viel, viel wichtiger ist mir, ihr schaut auch mal wieder vorbei. Und ja, genug mit der Werbung, wir legen auch direkt los. So, Fatih kopiert jetzt die Windows-Datei, ein ISO-Image, mal rüber auf die Gigabit-Schnittstelle, auf die Synology rüber oder via Gigabit-Schnittstelle auf die Synology. Ich sage jetzt mal hier an der Stelle kopieren und ihr seht jetzt hier gerade 113 MB die Sekunde. Ist nicht gerade so performant. Zumindest wird der Gigabit-Anschluss voll ausgenutzt. Ich breche das Ganze mal ab, habe keinen Bock mehr zu warten. So, dann nehmen wir mal jetzt einfach mal das Debian-ISO, damit ihr mir auch sagt, ja, nicht, dass da noch was gecached ist oder so. Das kopiere ich jetzt rüber auf die Synology mit der 2,5 Gigabit-Schnittstelle. Ich sage jetzt an der Stelle jetzt mal einfügen. Ja, und da geht das Ganze, geht die Post schon ab. Ne? 215 Megabyte, manchmal sogar 220. Also auch das sieht recht gut aus. Man kann hier bestimmt noch ein bisschen mit der MTU-Size spielen, um noch ein bisschen rauszukitzeln. Aber da habt ihr schon viel erreicht. Doppelte Geschwindigkeit finde ich schon okay. Ja, ich mache das Ganze jetzt mal einmal schnell groß. Ja, das war es ja eigentlich schon auch von meiner Seite. Ich habe euch ganz kurz gezeigt, wie man die Synology aufpimpt mit einem USB-Adapter. Alles, was ihr dazu braucht, sind eigentlich zwei USB-Adapter, passenden Switch dazu. Ich habe mich hier für den QNAP-Switch entschieden. Der ist unmanaged. Der ist wirklich strohdoof, hat keine Logik drin, hat aber eine Loop Protection mit drin, das fand ich ganz cool. Das ganze Set, also zwei Adapter und einmal der Switch, die liegen so roundabout bei ja, knapp 200 Euro. Amazon-Link packe ich euch unten rein, könnt ihr euch anschauen. Aber wirklich echt eine coole Sache, um ein bisschen mehr aus seiner Synology rauszuholen. Ja, das war's von meiner Seite. Ich
bin für heute durch. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, wäre ganz, ganz, ganz wichtig. Supportet mich, dann supporte ich euch mit kostenlosen Videos. Und das Ganze ist ja größtenteils werbefrei. Ja, macht es gut. Euch einen schönen Tag, schönen Wochenende, schönen Abend. Alles das, was ihr gerade auch da habt bei euch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Macht es gut. Ciao.